Die gestrigen Aussagen der US-Notenbank Fed im FOMC-Protokoll und Scharmützel im Ukraine-Konflikt, das dürfte heute im Fokus der Märkte stehen. Heute Nacht die US-Futures tiefer gegangen, nachdem es Berichte gegeben hatte, dass die ukrainische Armee Separatisten, also die pro-russischen Separatisten, beschossen habe. Zunächst hat Russland versucht, hier zu beweisen, dass man eben Truppen abgezogen hat von der ukrainischen Grenze. Sehen wir hier oben ein Tweet mit Video, das zeigen soll, dass eben die Armee sich hier zurückzieht. Dann aber eben die Nachricht, dass das ukrainische Militär eben Stellungen von russischen Separatisten oder von pro-russischen Separatisten, so muss man es ja vielleicht sagen, im Donbass beschossen habe. Und das hat natürlich sofort wieder diese ganze Geschichte ein bisschen ins Fragile gebracht, die Märkte wieder unter Druck gebracht. Meine Prognose, dass wir nach einer solchen Entspannung, wie die Russen sagen, wir ziehen die Truppen zurück, früher oder später wieder neue Eskalationen bekommen, dann wieder wahrscheinlich Deeskalation, dass das also so ein Hin und Her wird, die scheint sich schon sehr früh zu bestätigen. Jedenfalls sagte die Ukraine, nein, nein, das waren wir nicht, das tun wir nicht. Das ist also jetzt das alte Spiel. Die einen sagen das, die anderen sagen das Gegenteil. Die Amerikaner hingegen sagen also nichts russischer Truppenabzug von der ukrainischen Grenze, sondern die hätten sogar noch 7000 Mann mehr an die Grenze gebracht. Also wir sehen, das dürfte wohl auch heute wieder ein Hickhack werden zwischen den verschiedenen Aussagen der verschiedenen Parteien. Dieser Ukraine-Konflikt ist letztendlich eine Never-Ending-Story, dürfte noch ziemlich lange anhalten, und solche Scharmützel, die hier offenkundig ja sowieso der Fall sind, man muss sich ja vorstellen, diese Soldaten, die sitzen teilweise in so Art Gräben wie im Ersten Weltkrieg, und dann fließt doch mal der eine oder andere Wodka, ne? Und dann ist er einmal ein bisschen fad und wird er mal rübergeschossen. Das war ja permanent der Fall, da spricht ja kaum einer drüber, da kommen dann gelegentlich auch mal Leute zu Tode, aber das ist Daily Business gewesen, aber jetzt natürlich in der Situation hochriskant, hochexplosiv in dieser geopolitischen Situation, wenn so etwas wieder passiert. Schauen wir uns hier nochmal das Gebiet an, um das es geht. Da haben wir Donetsk, da haben wir Mariupol, da haben wir Luhansk, diese Städte, die eben Donbass, den Donbass oder im Donbass liegen und eben hier dieses Krisengebiet sind. Rostow ist dann die nächstgelegene Stadt am Don auf russischer Seite, und von dieser Stadt könnten wir bald noch hören. Aber kommen wir jetzt mal zum gestrigen FOMC-Protokoll, auf das die Märkte zunächst mal mit Freude reagiert haben. Warum? Weil man sich gesagt hat, da war doch gar keine Rede von einer 0,5% Zinsanhebung. Es war auch gar keine Rede von Bilanzreduzierung, wie man das machen will. Dass die kommen wird, das ist klar. Dass die Zinsanhebungen kommen werden, ist auch klar. Aber dass hier dieser 0,5er Schritt passieren wird, da hat man eben nichts rauslesen können aus dem FOMC-Protokoll. Die Märkte haben sich gefreut. Allerdings ist es eben so, dass diese 0,5% Idee erst nach den letzten Inflationsdaten, die am letzten Donnerstag vor einer Woche veröffentlicht wurden, mit 7,5%, dass da erst die Wahrscheinlichkeit plötzlich von den Märkten bepreist wurde, dass die Fed doch einen großen Schritt gleich macht im März. Davon hat das Fed-Protokoll nicht gesprochen. Warum? Weil dieses Fed-Protokoll von der Sitzung vom 24. und 25. Januar stammt, oder war es 25. oder 26. jedenfalls um den Dreh. Das heißt, damals hat die Fed noch nicht wirklich dran gedacht, an eine 0,5% Schritt. Das ist erst durch die neuesten Inflationsdaten praktisch so ein bisschen aktueller geworden und dürfte auch in der Fed letztendlich für, naja, Nachdenken sorgen, ob man vielleicht nicht so anfangen sollte. Jedenfalls ist das vielleicht zu bedenken, wenn wir die Reaktion der Märkte von gestern sehen. Man hat immer wieder betont, wie stark die Inflation ist, dass das wirklich ein ganz, ganz großes Thema ist. Aber hier sehen wir, dass die Wahrscheinlichkeit dann von einem 0,5% Schritt gestern vor der Fed, vor dem Fed-Protokoll noch bei 70% lag, danach bei 50%. Das zeigte sozusagen, wie die Märkte hier reagiert haben. JP Morgan allerdings sieht das anders. Die haben im Gefolge des FOMC-Protokolls dann ihre Zinserwartung raufgeschraubt von 5 Zinsanhebungen in diesem Jahr auf 7 Stück. Also das ist natürlich jetzt ganz schön hawkisch, was da JP Morgan sagt. Auf der anderen Seite sagt Marco Kolarovic auch von JP Morgan, kauft den Dip, kauft den Dip, kauft den Dip.
Wenn zu viel Zinsanhebung, dann ist vielleicht DIP nicht so das Allerbeste, wenn man ihn kauft. Aber gut, schauen wir mal. Jedenfalls sind da ein paar Aussagen auch auffällig gewesen im FOMC-Protokoll in Sachen FedPut. FedPut ist ja sozusagen das imaginäre Sicherheitsnetz der Fed unter den Märkten. Wenn es also richtig rumpelt an den Märkten wie 2018, dann steuert die Fed um und sagt, haben wir doch nicht so gemeint mit unserer Straffung der Geldpolitik. Jetzt aber eine sehr interessante Aussage hier. A couple of other participants heißt es da, das heißt, a couple of other participants heißt ziemlich viele, muss nicht die Mehrheit sein, aber knapp an der Mehrheit, haben gesagt, dass die healthy balance sheet position of households, also praktisch die gute Lage der Haushalte und der Firmen, die sehr gut kapitalisiert sind, der Bankensektor sehr liquide und dass selbst der Anstieg der Hauspreise nicht einhergegangen ist mit einem Anstieg der oder einer stärkeren Hebelung bei den Schulden, das sei doch alles sehr, sehr günstig, sodass dann praktisch ein Fall der Assetpreise, nämlich der Aktienmärkte, wenn es da zu einem Schock käme, dass das dann besser verarbeitet werden könnte. Letztendlich von der Wirtschaft. Das heißt nichts anderes, als dass man sagt, naja, selbst wenn die Aktienmärkte fallen, die Lage ist derzeit so gut, dass der Schaden nicht so groß sein wird. Und das bedeutet, oder das ist so ziemlich die Bestätigung, wörtliche Bestätigung der Fed, dass dieser Fed-Put deutlich stärker nach unten gelegt ist. Übrigens hat Daly die dovischste aus dem Bereich der Fed, San Francisco Fed, hat jetzt gesagt, also März ist die Zeit für eine Zinsanhebung und dann schauen wir mal, wie die Daten reinkommen. Gut, aber jetzt sehen wir auf jeden Fall hier nochmal in Sachen Fedput. Das hat jetzt vor allem auch sich seitens der Großinvestoren rumgesprochen, dass der deutlich niedriger liegt. Die meisten gehen davon aus bei 3.750 Punkten und das wären 700 Punkte. Das wäre schon ein ziemlicher Schnaps nach unten. Dann jetzt Aussagen von Janet Yellen, also diese hohe Finanzministerin, hohe ehemalige Fed-Chefin, die hohe Inflation, die sei nicht akzeptabel, aber die Wirtschaft gehe es gut. Und dann hat sie wörtlich gesagt, ich habe Vertrauen, dass die Fed die ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ausschöpfen wird, sodass sie die Erholung sozusagen weiter unterstützt, aber gleichzeitig die Inflation bekämpft. Das ist in etwa so, wenn man einen Kuchen vor sich hat und sagt, ich will den Kuchen essen, ihn aber gleichzeitig behalten. Beides geht nicht, Janet Yellen. Entweder du bekämpfst die Inflation, dann muss das wehtun, dann muss Kapital, muss Geld teurer werden. Das bedingt dann in gewisser Weise automatisch einen Abschwung, weil dann weniger investiert wird, weil dann die Schuldenlast für viele höher wird, wenn sie denn verschuldet sind. Das geht nicht anders. Aber aus Sicht der Finanzministerin kann man einen Kuchen essen und ihn trotzdem behalten. Schauen wir uns mal an, was da passiert ist bei den letzten Zinsanhebungszyklen. 2000, da hat die Fed die Zinsen auf 6,5% angehoben. Bums ist die Dotcom-Blase explodiert. 2008 Fed bei 5,5% Zinssatz, Hausmärkte zusammengebrochen, 2018 Anhebung auf 2,75% und Aussagen von Powell in Sachen Autopilot-Bilanzreduzierung, dann die Aktienmärkte 20% gefallen, Powell dann umgesteuert, habe ich so nicht gemeint, habe ich so nie gesagt. Also das waren sozusagen dann die Momente, als praktisch die Dinge dann kippten. Jetzt ist noch nichts gekippt, jetzt haben wir vielleicht die 10-jährige US-Staatsanleihe über 2%. Carl Icahn hatte gestern in einem Bloomberg-Interview gesagt, das geht so nicht weiter, das kann nicht funktionieren mit der Fed. Die muss jetzt die Zinsen anheben wie in den 70ern. Er sprach wörtlich von 8-10%, sonst kriegt sie das Ganze nicht in den Griff. Er meinte, das waren harte Zeiten, ich habe die erlebt. Und Carl Icahn ist ja eine Legende, wenn man so will. Nicht unumstritten, gar keine Frage, aber jemand, der auf jeden Fall mit allen Wassern gewaschen ist. Was vielleicht für die Märkte ja schlimmer ist als die Zinsanhebungen oder schwieriger zu verarbeiten, das ist eben die Bilanzreduzierung. Hier sehen wir, dass eben diese Ausweitung der Bilanzsumme, die ja nach wie vor passiert, weil bis in den März jetzt die Fed noch Anleihen kauft, dass die Bilanzsummenexpansion, also die Ausweitung der Bilanzsumme, den Märkten geholfen hat, weil dadurch Liquidität in die Märkte gespült wurde. Aber jetzt ist eben Inflation und jetzt musst du etwas dagegen tun. Hier
Ein interessanter Artikel auf Barron's. Der Preis eines Big Macs ist um 40% gestiegen in den letzten Jahren. Und das ist insofern interessant, sagt man da, weil in diesem Big Mac stecken Arbeitskosten, stecken Transportkosten, stecken eben die Kosten für Essen insgesamt. Also das ist praktisch ein gutes Paradigma für Inflation. 40% ist natürlich schon eine Hausnummer, aber die Mieten sind auch 40% gestiegen in den letzten 10 Jahren. Die Hauspreise sind 107% gestiegen und die Preise für Gebrauchtwagen etwa 39%. Und Charlie Munger, Kompagnon von Warren Buffett, hat gesagt, Inflation ist ein sehr gefährliches Ding. Das ist die Art und Weise, wie Demokratien sterben. Es ist eine riesige Gefahr, wenn die Inflation zu groß ist, dann kann sie deine Zivilisation ruinieren. Warum meint Charlie Munger das? Nun, weil vor allem, wie hier Georg Habenicht in einem Artikel über ein Gipfeltreffen zwischen Hans-Werner Sinn und Thomas Mayer gezeigt hat, eben die Inflation vor allem die Mittelschicht trifft, also praktisch diejenigen, die faktisch arbeiten, die Unternehmen haben, Kleinbetriebe haben, das sind die Leistungsbringer, wenn man so will, die haben dann keine Zinsgewinne mehr von ihren Ersparnissen und sie werden gleichzeitig durch die Geldentwertung praktisch in die Zange genommen. Dementsprechend erodiert die Mittelschicht und wenn die Mittelschicht erodiert, das haben wir in der deutschen Geschichte gesehen, wenn die Angst hat abzusteigen ins Prekariat, dann entsteht politische Unruhe, dann entstehen teilweise extreme politische Parteien, Bewegungen etc. Dementsprechend ist das sehr klug, was Charlie Munger gesagt hat und natürlich auch Georg Habenicht. Jetzt nochmal eine Umfrage, die jetzt aktuell ist. Aus den USA, was ist denn das größte Thema, was ist das größte Problem, das Hauptthema eigentlich jetzt für die USA? Da ist Inflation ganz klar Nummer 1 mit 27%, dann kommt Immigration, dann kommt Corona, also mehr als doppelt so viel Inflation, das zeigt, wo der Schuh drückt und dass er drückt vor allem. Und hier sehen wir mal eine Aussage. Wells Fargo, diese amerikanische Bank, hat einen Conference Call gemacht und da hat ein Personalberater, also der beim Unternehmen arbeitet, das Personal vermittelt, gesagt, also ich kenne keinen, bei dem jetzt, wenn der einen neuen Job antritt, der Lohn, das Gehalt um 5% steigt. Was wir sehen, sind 10, 15, 20, 30, 50 plus Anstiege der Gehälter. Da ist also diese Lohnpreisspirale schon voll in der Mache. Und wenn wir jetzt nochmal zu den Märkten kommen, sehen wir, der Energiesektor könnte jetzt seinen besten Lauf haben seit den 1940er Jahren. Allerdings lagen davor eben auch zwei ganz schlechte Jahre hier davor. Also 2021 ging es ja 63% runter, aber jetzt sind wir eben in einem inflationären Regime und das ist gut für Rohstoffe, ist gut für Commodities, ist gut für Energie. Dementsprechend ist das wohl eine Geschichte, die uns noch lange begleiten wird. Übrigens auch nochmal interessant zu den Aktienmärkten. Neue frische Daten von der FINRA über Margin Debt, also praktisch die Hebelung. Hier sehen wir, dass die deutlich zurückgegangen ist, um 80,4 Milliarden gesunken. Das ist der größte Rückgang seit dem März 2020. März 2020 war Corona-Crash tief. Und das ist schon ein Zeichen, dass hier eine Enthebelung passiert. Und eins ist klar, der Margin Debt ist in praktisch gleich so gestiegen wie der S&P 500. Das sind Zwillinge. Und ich hatte mal einen Artikel geschrieben vor einigen Jahren, wo ich das mal untersucht habe. Wann ist das besonders auffällig? Oder was passiert, bevor scharfe Korrekturen an den Aktienmärkten passieren? Und dann hat sich gezeigt, dass in 2 bis 3 Monaten vorher der Margin Debt deutlich zurückgeht. Also schon eine Enthebelung passiert, bevor dann eine scharfe Korrektur einsetzt. Muss diesmal nicht sein, meine Damen und Herren, diesmal ist alles anders und wir sind ja grundsätzlich bullish, weil Stocks only go up, meine Damen und Herren, da sind wir uns ja klar, aber ist so einfach jetzt nur mal so dahingesagt. Und jetzt fragen sich ja manche, was ist mit Gold los? Gold kann jetzt auch wieder zulegen durch diese ukrainische Mützel. Jetzt sehen wir ja, dass Gold steigt, aber eigentlich die Renditen für US-Staatsanleihen auch steigen. Normal ist das eher umgekehrt.
Wert läuft das parallel, also beziehungsweise wenn die Renditen steigen, fällt Gold und andersrum. Aber jetzt scheint hier ein neuer Mechanismus am Start zu sein, denn die Märkte gehen davon aus, dass die Zinsen angehoben werden. Durch die Anhebung der Zinsen wird die Wirtschaft praktisch sich abschwächen. Dann sucht man nach sicheren Häfen und Gold ist dieser sichere Hafen. Deswegen trotz Zinsanstieg, trotz Renditeanstieg, Gold ist sehr, sehr gut und natürlich der ultimative Hedge für Geopolitik oder geopolitische Verwerfungen. Abschließend, meine Damen und Herren, hier der schon angesprochene Artikel Inflation, Gipfeltreffen zwischen Hans-Werner Sinn und Thomas Mayer, zwei Granden der deutschen Ökonomie, Finanzökonomie, wenn man so will. Da macht Thomas Mayer einen Vortrag, das Video ist eingebettet und dann entsteht eine Diskussion zwischen Hans-Werner Sinn und Thomas Mayer, die es absolut in sich hat, kann ich nur empfehlen, brauchen Sie allerdings ein bisschen Zeit. Hans-Werner Sinn sagt dann auch zum Beispiel, also er hat das Gefühl, die EZB-Herrschaften, die leben auf einem anderen Planeten und da bin ich ziemlich genau derselben Auffassung. Also dieser Artikel unten verlinkt, Inflation, Gipfeltreffen. Und dann ein zweiter Artikel, der dieses Rohstoffthema nochmal aufnimmt. Die Ära des billigen Erdgases dürfte vorbei sein. Auch das werde ich unter dem Video verlinken, meine Damen und Herren. Und wünsche jetzt einen wunderbaren Start in diesen Tag und sage Servus und Ciao.